Wenn man an den Luftfahrtstandort Dubai denkt, dann denkt man früher oder später natürlich auch an die dort beheimatete Fluggesellschaft Emirates. Und wenn man vor so ein paar Jahren mal einfach so ein bisschen in die Runde gefragt hätte, wie es so aussieht mit dem Flughafen, mit der Fluggesellschaft, dann hätten viele wohl ohne Probleme zugestimmt und gesagt, jo, Emirates wird auf jeden Fall bald die größte Langstrecken-Airline der Welt und der Flughafen Dubai, das ist sicherlich bald der größte Flughafen der Welt. Tja, davon hat man jetzt irgendwie doch schon etwas länger nichts mehr gehört. Bis vor kurzem zumindest, denn jetzt gerade vor ein paar Wochen wurde bekannt gegeben, dass man bei dem Bau des doch eigentlich bald größten Flughafens der Welt, meiner Meinung nach ein etwas inflationär genutzter Begriff in der letzten Zeit, dass man beim Bau des Dubai World Central Airports jetzt doch mal zwei Gänge zurückschaltet und die ganze Nummer erst einmal wieder auf Eis legt. Tja, wie das da jetzt aussieht und wie das da weitergehen soll und einfach mal so ein paar Infos zum Luftfahrtstandort Dubai, das gibt es jetzt und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video, endlich mal wieder aus gewohnter Umgebung und nicht aus dem Hotel. Ich hoffe, es geht euch gut. Also, Dubai World Central Airport, das klingt schon mal verdammt mächtig und genau das sollte es ja auch eigentlich sein. So in den letzten 5 bis 10 Jahren, vielleicht sogar in den letzten 5 bis 15 Jahren, waren die Fluggesellschaften aus dem Nahen Osten somit das Beeindruckendste, was man am Airline-Markt beobachten konnte. Immer wieder neue riesige Bestellungen von neuen großen Flugzeugen und das Bedürfnis, schon bald jegliche Verbindung von Europa nach Asien irgendwie über Dubai und damit die vermeintliche Mitte der Welt abzuwickeln. Zu Beginn nur mal ein kleiner Vergleich, um das alles ein bisschen besser zu verdeutlichen. Der Frankfurter Flughafen, größter Flughafen hier in Deutschland, hat in den frühen 1990er Jahren bereits etwas mehr als 30 Millionen Passagiere pro Jahr abgefertigt. Und das mit einem stetigen Wachstum von Jahr zu Jahr. Und der Flughafen Dubai, nur mal so als Vergleich, der hat in den frühen 1990er Jahren irgendwas zwischen 4 und 5 Millionen Passagiere pro Jahr abgefertigt. Und das auch mehr so, weil man da gerade ganz gut tanken konnte, weil viele Langstreckenflugzeuge eben noch nicht die Reichweite bieten konnten, um wirklich jeden Punkt der Erde mit jedem anderen zu verbinden. Wenn man also zu der Zeit von Europa aus in den Fernen Osten wollte, dann blieb den Fluggesellschaften gar nicht wirklich was anderes übrig, als da irgendwo im Nahen Osten, also in Dubai, einen Stopp zu machen, irgendwo zwischenzulanden. Aufgrund der Reichweite der Flugzeuge und aufgrund der Tatsache, dass damals ja noch die Sowjetunion bestand und dort durften westliche Airlines nicht landen und auch nicht mal drüber fliegen. Tja, und wenn man sich jetzt den Frankfurter Flughafen anschaut, dann hat der im Jahr 2018 fast 70 Millionen Passagiere abgefertigt. Und dann schaut man wieder rüber zum Flughafen Dubai und muss feststellen, puh, da ist das die letzten Jahre ganz schön abgegangen. Die haben nämlich 2018 knapp 90 Millionen Passagiere abgefertigt. Nur mal so als Verdeutlichung, was da die letzten Jahre los gewesen ist. Und das hängt natürlich auch alles sehr stark mit den dort beheimateten Fluggesellschaften zusammen. Während eine Lufthansa im Jahr 1990 natürlich schon in sehr akzeptabler Größe vertreten war und damals ganz stolz die ersten 747-400 eingeflottet hat und dann wenige Jahre später auch Launching Customer für den Airbus A340 war, währenddessen ging bei Emirates im Nahen Osten noch so ziemlich genau gar nichts. Die haben nämlich erst 1987 den ersten eigenen Airbus übernommen. Das erste wirklich eigene Langstreckenflugzeug, damals einen A310-300. Ja, und dann war man mit diesem Flugzeug ein paar Jahre unterwegs und dann hat man ein paar ältere Maschinen ausgemustert und dann ist das auf einmal alles explodiert in Dubai. Man hat neue eigene Flugzeuge eingeflottet vom Typ Boeing 777 und jedes einzelne neue Flugzeug hat bei Emirates eine sehr interessante neue Langstreckendestination ermöglicht. Und so wurde Dubai als Umsteigeflughafen richtig interessant. Nicht, weil es keine andere Möglichkeit gab, um von Europa aus in Richtung Asien zu fliegen, sondern weil es einfach richtig gut funktionierte. Von Europa aus, von allen möglichen Städten, erstmal nach Dubai und von da aus dann weiter nach Asien oder vielleicht auch mal nach Australien, Neuseeland, wie auch immer. Das funktionierte ganz hervorragend und das mit einem guten Produkt, mit einem guten Service und einer leistungsfähigen Fluggesellschaft. Und das alles mit einem wirklich akzeptablen Preis-Leistungs-Verhältnis. Und während man hierzulande und dann auch in den USA wirklich anfing, sich über diese bösen staatlich subventionierten Fluggesellschaften aus dem Nahen Osten zu ärgern, währenddessen lieferte Emirates und auch der Flughafen Dubai immer und immer wieder Wachstumswerte, die für gefühlt alle anderen Fluggesellschaften gar nicht mitzugehen waren. Das mit den staatlichen Subventionen und dem dadurch ermöglichten unfairen Wettbewerb, den Emirates da jetzt scheinbar schon seit Jahren führt, das entwickelte sich zu einem richtigen Dauerthema. Ist aber so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, denn staatliche Subventionen, das lässt sich schnell mal sagen, aber nicht so schnell und nicht so richtig gut beweisen. Denn vieles, was in der Luftfahrt des Nahen Ostens so passiert ist in den letzten Jahren, lässt sich auch ziemlich einfach auf eine
darauf zugeschnittene und clevere Wirtschaftspolitik zurückführen. Es ist eine Tatsache, dass Emirates als Fluggesellschaft einen deutlich geringeren Anteil ihres Umsatzes an Steuern und Gebühren wieder ausgeben muss und somit nicht für sich als Gewinn verbuchen kann im Vergleich zur Lufthansa. Und auch für den Luftfahrtstandort Dubai gilt das. Der muss deutlich weniger Regeln und einschränkende Auflagen erfüllen, als das ein Flughafen Frankfurt hierzulande tun muss. Dazu ist die Luftfahrt dort im Nahen Osten auch tatsächlich recht einfach gestrickt. Die Vorsitzenden der Fluggesellschaften dort, Ahmad Al Maktoum bei Emirates oder auch Akbar Al Barka bei Qatar Airways, das sind oder waren tatsächlich auch die Vorsitzenden der entsprechenden Luftfahrtbehörden vor Ort. Das sind Projektleiter bei den immer größer werdenden Flughäfen und die sind da generell recht uneingeschränkt, wenn es um die Umsetzung ihrer Luftfahrtprojekte geht. Es ist tatsächlich so, dass der Chef von Qatar Airways gleichzeitig auch der Chef des Flughafens ist, an dem Qatar Airways beheimatet ist. Und er ist gleichzeitig auch noch der Chef von den dort beheimateten Duty-Free-Shops. Also ihr müsst davon ausgehen, dass wenn ihr einen Schokoriegel am internationalen Flughafen von Doha kauft, dass ein Großteil dieser Einnahmen dann doch irgendwo auch wieder bei Qatar Airways landet. Ja, so funktioniert das da halt. Des Weiteren haben die Fluggesellschaften dort aber auch ganz einfach von der aktuellen Marktsituation profitiert. Sie haben eine Chance genutzt, einen Bereich gefüllt und dort auch einfach ein Produkt geliefert, was man so bei vielen anderen Fluggesellschaften ganz einfach nicht finden konnte. Sie waren in vielen Bereichen Marktführer, haben Innovationen vorangebracht, haben den Markt auch angetrieben in den Bereichen Bordprodukt oder Service am Flughafen oder wo auch immer und sind auch heute in vielen Bereichen noch Marktführer. Und das kann man jetzt natürlich gut finden oder nicht, was ich eben erzählt habe, aber das jetzt alles unter den bösen Begriff der Subvention zu packen, funktioniert so einfach tatsächlich auch nicht. So viel erst einmal zur allgemeinen Vorgeschichte. Der Flughafen Dubai ist damit in den letzten zwei Jahrzehnten, könnte man sagen, zu einem der größten Flughäfen der Welt herangewachsen. Mit aktuell, wie gesagt, knapp 90 Millionen Passagieren pro Jahr. Und damit steht er aktuell auf Platz 3 der größten Flughäfen der Welt. Emirates hat dort mittlerweile über 260 Flugzeuge hingestellt, aktuell in einer reinen A380 und Boeing 777 Flotte und knapp 250 weitere Flugzeuge sind zum aktuellen Zeitpunkt auch schon bestellt. Der Flughafen mit seinen knapp 410.000 Flugbewegungen im letzten Jahr, was übrigens deutlich weniger sind als am Flughafen Frankfurt, da dort eben gefühlt nicht nur Airbus A380 vorbeikommt, sondern auch mal ein bisschen normaleres und kleineres Fluggerät, der droht mit seinen zwei Start- und Landebahnen, auch wenn die in Dubai richtig üppig ausgestattet sind mit über 4000 Metern Länge, der droht aus allen Nähten zu platzen. Und genauso wie man es in Istanbul macht oder in Peking oder auch in Berlin, obwohl Berlin nehmen wir da vielleicht mal lieber wieder raus, dort soll jetzt ein größerer Flughafen entstehen, etwas außerhalb der Stadt, der den alten ersten Flughafen erst einmal entlasten soll und zweitens, und das ist der viel wichtigere Punkt, der die Zukunftsfähigkeit des Luftfahrtstandort Dubai als Umsteigeflughafen und damit als vermeintliche Mitte der Welt sichern soll. Und das ist dann eben der vorhin angesprochene Dubai World Central Airport. Und da hat man in der Planungsphase, genauso wie am neuen Istanbuler Flughafen, mal komplett übertrieben. Und zwar soll es dort irgendwann mal 6 parallel zueinander verlaufende 4500 Meter lange Start- und Landebahnen geben. Alle, wie gesagt, parallel zueinander, aber mindestens 800 Meter voneinander entfernt, damit all diese Start- und Landebahnen gleichzeitig uneingeschränkt nutzbar sind. Nach der ersten Planung soll ungefähr 2025 eine bestimmte Ausbaustufe des Flughafens fertig sein, welche dann eine Kapazität von gut 160 Millionen Passagieren pro Jahr ermöglicht. Was echt verdammt viel ist. Der größte Flughafen der Welt schafft zum aktuellen Zeitpunkt nicht mal 110 Millionen Passagiere. Da möchte man also ein gutes Stück drüber sein und das ja neben dem dann noch laufenden zweiten Flughafen in Dubai, welcher dann über die Jahre entlastet werden soll und wirklich zum Zweitflughafen degradiert wird. Dass das so einfach aber nicht funktionieren wird, beziehungsweise dass sich diese ja doch recht extreme Wachstumsstrategie zumindest nicht für die nahe Zukunft realisieren lässt, das konnte man in der ersten Planungsphase rund um 2005, einige Jahre nachdem Emirates als einer der ersten A380-Kunden auf sich aufmerksam gemacht hat, das konnte da noch keiner ahnen. Also hat man erstmal schön so eine lange Runway in die Wüste asphaltiert und musste dann feststellen, dass dieser neue Flughafen höchstwahrscheinlich für die nahe Zukunft, wie gesagt, gar nicht unbedingt so attraktiv sein dürfte, wie man sich das vielleicht mal erhofft hat. Der Luftfahrtstandort Dubai wächst natürlich weiter und es gibt auch immer noch genug gute Gründe, um als Kunde in ein Emirates-Flugzeug zu steigen, um damit in die Ferne zu fliegen. Aber die Notwendigkeit für einen noch sehr viel größeren Flughafen hat sich knapp 15 Jahre nach dem ersten Bautag bis jetzt noch nicht so wirklich ergeben.
Ein Grund dafür ist natürlich, dass die Fluggesellschaft Emirates nicht mit der Geschwindigkeit weiterwachsen kann, die man mal von ihr gewohnt war. Aber sie kann vor allem auch nicht mit der Strategie weiterwachsen, die man mal bei ihr gesehen hat. Denn Dubai bleibt natürlich ein Ort, ein Flughafen zum Umsteigen. Aber dort ist zum aktuellen Zeitpunkt ganz einfach kein Bedarf für deutlich mehr als 150 A380. Was gar nicht unbedingt an Dubai selbst liegt, sondern tatsächlich eher an den Flughäfen, die von Dubai aus mit einem A380 angeflogen werden. Denn entweder können diese Flughäfen nichts mit einem A380 in großer Menge anfangen oder diese Flughäfen bekommen den A380 ganz einfach nicht oder nicht mehr voll oder jetzt gerade ganz einfach nicht voll, weil viele Passagiere dann doch lieber den Direktflug mit dem A350 oder der 787 buchen. In Zeiten, in denen große moderne Verkehrsflugzeuge so ziemlich jeden Punkt der Erde mit jedem anderen Punkt der Erde verbinden können, wenn sie denn sollen, da verlieren Hubs wie Frankfurt, Istanbul oder London natürlich nicht ihre Berechtigung. Denn auch wenn man immer von Point-to-Point spricht, muss man natürlich ehrlicherweise zugeben, dass die meisten A350 oder 787-Verbindungen wenigstens an einem Hub starten oder enden. Aber Flughäfen wie ein solcher Dubai World Central Airport, der ganz stumpf gesagt einfach dafür ausgelegt ist, dass mehrere hundert A380 gleichzeitig alle Fernreisenden an einem Ort zusammenbringen, das braucht man zu diesem Zeitpunkt einfach nicht oder vielleicht noch nicht. Und auch Fluggesellschaften wie Emirates müssen ihre Strategie ein wenig überdenken. Es lohnt sich heutzutage einfach nicht, überall in jede Stadt einen A380 zu schicken, wenn man dann nur mit 200 Gästen von A nach B fliegt. Also kauft auch Emirates auf einmal A330neo und A350. Dazu kommt Konkurrenz. Der neue Istanbuler Flughafen beispielsweise ist schon wieder eine ganze Weile für Passagiere geöffnet und Turkish Airlines ist jetzt auch wirklich dort beheimatet, bringt fleißig Passagiere dahin und fliegt auch fleißig Passagiere von dort aus wieder weg. Fraglich ist aber auch hier, ob man die optimistischen Wachstumspläne wirklich halten kann und ob so viel Wachstum hier wirklich für die nahe Zukunft machbar und auch wirklich sinnvoll ist. Tja, denn eine Sache ist ganz klar, man braucht große Flughäfen und irgendwann ist bestimmt auch mal Zeit für einen neuen größten Flughafen der Welt. Aber das ist halt eben auch eine Eigenschaft, die jetzt nicht alle Flughäfen sofort und auf einmal erfüllen können. Daher ist am Dubai World Central Airport jetzt erst einmal Pause angesagt. Man baut erst einmal nicht weiter, die Finanzierung ist eingefroren und es ist mittlerweile eine Überarbeitung des Bauplans angekündigt. Und so wird jetzt nach der Fluggesellschaft also auch der neue Flughafen auf ein gesundes Wachstum zurückgedrückt. Und ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber das ist doch vielleicht auch mal ganz angenehm, oder nicht? Muss ja nicht immer alles so unfassbar radikal sein. In diesem Sinne soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen für euch mit dabei. Und sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Ich freue mich sehr auf eure Kommentare und tschüss.